Ich bin's wieder, Kathi, und ich habe mir letztens mal wieder ein paar Sachen auf Wish bestellt. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt habt, dreht sich heute das ganze Video um Schleim. Ich habe mir dafür 4 verschiedene Sorten, Arten oder wie auch immer man dann dazu sagt, bestellt. Denn ich frage mich, ob dieser Schleim wirklich so aussieht, wie er da immer präsentiert wird auf Wish. Oder ob ich da was ganz anderes bekommen habe, denn bei Gewand ist es meistens so und auch bei manch anderen Dingen. Ich habe hier schon einige Wish-Hauls gedreht. Falls ihr die noch nicht kennt, ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Da ist manchmal wirklich einiges schief gegangen. Deswegen bin ich gespannt, wie das Video heute enden wird, was ich bekommen habe. Ob das das ist, was ich bestellt habe oder was komplett anderes. Und wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, wir fangen auch mit dem ersten Schleim an. Das ist dieser hier. Das ist angeblich, beziehungsweise so wird er beschrieben auf Wish, ein Schneeschleim. Ich glaube, da sind so kleine Styroporkugeln drin oder irgendwas eben, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie wie Schnee. Ich weiß nicht, ob das dann, ich glaube, dass es damit zu tun hat, wenn man den eben knetet, dass sich das so anhört, wie wenn man durch den Schnee geht. Eben so dieses Knacksen oder keine Ahnung was. Bin ich mega gespannt. Ich habe mir den in der Farbe Pink bestellt. Ist pink, das sieht schon mal gut aus. Und ja, dann öffnen wir das einfach mal und schauen da hinein, was da so passiert, was man mit diesem Schleim machen kann. Okay, der riecht mal extrem schlimm. Also ich finde das, boah, das riecht gar nicht gut. Schauen wir mal, wie ich den hier hinausbekomme. Der klebt richtig auf der Seite. Vor allem bei so Sachen aus China traue ich mich irgendwie nie, das anzugreifen. Ich habe wirklich schon überlegt, bevor ich mit dem Video angefangen habe, ob ich mir Handschuhe anziehen soll. Aber ich habe schon ganz viele andere Videos gesehen, wo sich Leute bei Wish einen Schleim bestellt haben. Und ich glaube, die haben keine Hautverätzung oder irgendwas bekommen. Deswegen, ich greife das jetzt einfach auch mit meinen Händen an. Mir wird schon nichts passieren. Ich muss den jetzt nur irgendwie da rausbekommen. Könnt die Packung hier aufreißen, dann tue ich mir, glaube ich, einfacher, den rauszuholen. Schleim ist schon was Ekliges irgendwie. Ja, ich lasse das bisschen da mal kleben und... Oh, wie cool! Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Aber ich finde, der knackst richtig so, beziehungsweise nicht knacksen. Wissen das, wenn man durch den Schnee geht, dieses Geräusch eben. Es hört sich wirklich so an. Also es ist richtig cool. Und ich glaube, das sind so kleine Styroporkugeln. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal selbst Schleim hergestellt habt. Ich habe das schon öfters probiert. Aber da ist meistens irgendetwas schief gegangen, beziehungsweise ich schaffe es einfach nicht, selber Schleim herzustellen. Ich würde es aber gern mal wieder probieren. Wenn ihr das sehen möchtet, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann weiß ich das, dann werde ich so ein Video drehen. Vielleicht funktioniert es ja das nächste Mal. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber bei mir hat es nie funktioniert. Es ist immer auf den Händen kleben geblieben und es war richtig eklig. Also ich habe es nie geschafft, einen guten Schleim herzustellen, aber vielleicht werde ich so eine Schleim-Challenge starten, wo ich das probieren werde. Was kann man sagen zu dem Schleim? Er ist cool. Fühlt sich gut an, finde ich, wenn man den knetet. Das Geräusch mag ich. Das Einzige, was eben ist, dass er extrem stinkt. Also es riecht gar nicht gut. Ich weiß nicht, kann man den Schleim jetzt so an der trockenen Luft irgendwo lassen, so liegen lassen und dann bleibt das so oder wird das irgendwann mal kaputt? Das würde mich noch interessieren. Also keine Ahnung. Der war übrigens kostenlos. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. So sieht der aus. Also der ist jetzt blau darauf. Aber ich finde, der sieht eigentlich haargleich aus wie auf dem Bild. Also es ist genau das angekommen, was ich bestellt habe. Deswegen dafür gibt es einen Daumen nach oben. Mit dem bin ich schon mal zufrieden. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns den nächsten Schleim an. Der nächste Schleim ist ein Rainbow Fluffy Slime. Der ist hier drinnen angekommen. Und ich habe mich anfangs schon gefragt. Ich zeige euch das gleich. Hier ist der Schleim drinnen und hier ist so ein kleines Säckchen und da ist ein weißes Pulver drinnen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, ob man dieses weiße Pulver jetzt hier noch hineinmischen soll. Aber ich glaube, ich werde es einfach auf die Seite legen, weil ich habe Angst davor. Ich glaube, da hat mir jemand unabsichtlich Drogen mitgeschickt oder keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe echt keine Ahnung, wieso das da drin ist. Sollte ich mir vielleicht mal durchlesen. Also ich weiß nicht, was das ist. Falls ihr euch schon mal so einen Rainbow Slime bestellt habt und ihr auch so ein komisches Säckchen dazu bekommen habt, wo so weißes Pulver drinnen ist, dann sagt mir Bescheid. Ich habe keine Ahnung, was es ist, traue mich das aber nicht aufmachen und werde es einfach wegschmeißen. Ich habe Angst vor diesem Säckchen, deswegen ich werde mich nur hier um diesen Schleim hier kümmern. Wenn das halt ein Schleim ist. Ja, wie bekomme ich den da jetzt hinaus? Das ist halt die andere Frage. Also der Schleim riecht wesentlich besser, finde ich. Bin nur gespannt, ob ich den da jetzt hinausbekomme. Ganz eben. Wie cool. Schleim ist irgendwie schon was Tolles.
Boah, der riecht richtig gut. Könnte ich mich baden darin? Okay, es ist ein bisschen problematisch, den Schleim da wirklich ganz hinauszubekommen. Das finde ich, haben sie blöd gemacht, dass sie den darin geliefert haben. Und nicht in so einem Säckchen, was man vielleicht dann aufschneiden kann. Weil da, ja, bleibt irgendwie die Hälfte am Rand kleben. Okay, alles bekomme ich da jetzt nicht hinaus. Da ist noch ein bisschen was drin. Das klebt eben hier so am Rand. Aber ich habe ja hier ein bisschen in der Hand. Blend euch hier mal wieder das Foto ein. Und ja, der Schleim sieht nicht ganz so aus wie auf dem Foto. Ich finde, auf dem Foto sieht es eher so, als wären es Pastellfarben. Und das ist schon relativ grell, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es durch die Kamera aussieht, aber hier irgendwie und da ist jetzt nicht, sind jetzt nicht so die Farben, die auf dem Bild abgebildet sind. Das finde ich ein bisschen schade. Übrigens, dieser Schleim war auch wieder kostenlos. Wäre halt cool, wenn er wirklich so aussehen würde, so fluffig wie auf diesem Foto. Aber ich glaube, das ist halt einfach nur so irgendwie schön hingelegt worden, dass man eben so ein schönes Foto machen kann. Aber ich wüsste nicht, wie ich das damit mache. Vor allem, was mir jetzt auffällt, wenn ich den da länger knete, er fühlt sich richtig gut an, wird er einfach braun. Also die Farben vermischen sich miteinander und es sieht echt nicht mehr schön aus. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Schade, da geht die ganze Farbe verloren. Oh, der riecht gut, der ist cool, der gefällt mir. Der, würde ich sagen, bekommt einen mittleren Daumen von mir. Also nicht nach unten, nicht nach oben, weil eben die Farbe einfach, es schaut echt nicht mehr schön aus. So hat er vorhin ausgesehen und jetzt sieht er so aus. Aber er fühlt sich richtig cool an und riecht auch gut. Also deswegen einen mittleren Daumen bekommt er von mir. Das nächste ist ein Wolkenschleim und der ist in so einer Dose drin. Jetzt haben wir wieder eine komplett andere Verpackung. Ich glaube, das ist die beste Verpackung, um das rauszubekommen. Schauen wir mal, da ist auch Glitzer dabei. So sieht das Bild eben aus. Also so sollte der Schleim aussehen. Finde ich, stimmt. Das ist ein bisschen Glitzer dabei. Ah, ist das eklig. Der riecht auch wieder besser. Also ich finde, der erste, das ging gar nicht. Aber jetzt die riechen alles sehr gut, finde ich. Oh, und das ist eben so Wolkenschleim. Das soll so ganz fluffig sein, aber irgendwie ein bisschen feucht. Ich glaube, das bleibt auf den Händen kleben. Ah, nein. Also das finde ich nicht cool. Da bleibt alles auf meinen Händen kleben irgendwie. Und ich finde, das ist das Wichtigste bei Schleim, dass man den eben so kneten kann und dass da nichts auf den Händen kleben bleibt, sondern dass das eben irgendwie wieder abgeht und man nur kneten kann. Aber das ist bei dem nicht der Fall. Ich glaube, da ist zu viel Flüssigkeit dabei oder weiß ich nicht was. Es macht wirklich keinen Spaß, den zu kneten. Aber den habe ich bis jetzt am schönsten gefunden, weil da ist eben Glitzer dabei und der ist violett und blau. Sieht wirklich aus wie Wolkenschleim, aber also meine Hand ist extrem nass und überall klebt Schleim. Der gefällt mir nicht. Möchte ihn jemand haben? Ich schicke ihn euch. Ich brauche ihn nicht. Oh, jetzt habe ich hier oben Schleim kleben im Gesicht. Das ist jetzt nicht so mein Favorit. Der bekommt einen Daumen nach unten von mir, weil meine Hände, nein. Das gefällt mir nicht, nur das Aussehen gefällt mir und der Glitzer, aber das finde ich nicht cool. Jetzt kommen wir zum coolsten Schleim. Das ist ein magnetischer Schleim. Das kam in so einer Dose an. Also wir haben jetzt wirklich alle unterschiedlichsten Verpackungen, die es nur gibt, bekommen da. Also ich habe sie bekommen. Und ja, der Schleim ist hier so drinnen in einem extra Säckchen. Ah, das fühlt sich eklig an. Da sind Augen dabei. Also der schaut auch wieder sehr extrem nass aus. Schauen wir mal hin. Oh, den greife ich nicht an. Das gefällt mir nicht. Richtig eklig. Und das ist magnetisch. Okay. Also ich blende euch hier das Bild ein. Da sieht man, dass das so hingezogen wird zu diesem Magnetstück. Das ist jetzt einfach reingeflogen und das klebt einfach alles um dieses Magnetstück da jetzt rundherum. Das bekomme ich ja auch nicht mehr ab. Also das ist ein echt blöder Schleim. Die letzten zwei, die sind ja echt... Ah, ist das eklig. Vor allem der ist extrem flüssig. Die sind viel zu flüssig irgendwie, beziehungsweise es schaut halt schon aus wie Schleim, aber es ist da, es bleibt wieder alles kleben auf meinen Finger. Upsasa. Den Schleim finde ich blöd und den kann ich, glaube ich, wegschmeißen. Vor allem mein Metallstück, beziehungsweise mein Magnetstück ist weg, das ist da jetzt drinnen und das gefällt mir nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr so einen magnetischen Schleim zu Hause habt und ob der irgendwie ein bisschen besser ist. Also das finde ich ja jetzt gerade echt... Okay, gut. Meine Hände sehen jetzt so aus. Ich hoffe, dass ich diesen Schleim wieder abbekomme. Aber dieser Schleim bekommt definitiv einen Daumen nach unten von mir, weil der ist echt... Ah, oh, und mein Magnetstück ist weg. Der Schleim hat mein Magnetstück gefressen.
Super. Das bekomme ich echt nicht mehr raus da. Nein. Ich glaube, ich werde das Video jetzt an dieser Stelle hier beenden, denn ich muss meine Hände irgendwie waschen und von diesem Schleim befreien. Das fühlt sich extrem eklig an und der ist echt nicht cool. Den kann ich nicht weiterempfehlen. Trotzdem habe ich es lustig gefunden, die ganzen Schleime, weiß nicht, was ist die Mehrzahl von Schleim, zu testen und zu schauen, eben was da ankommt. Wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!